willkommen zum Türchen Nummer 24. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen heiligen Abend und freue mich, dass vielleicht der ein oder andere noch Zeit gehabt hat, heute reinzugucken und vorbeizuschauen. Ich habe es sehr genossen, eure ganzen Kommentare, ja, den ganzen Dezember über zu lesen. Und irgendwie ist das schon witzig, wenn man jeden Tag ein Video hochlädt, obwohl es auch ein gewisser Druck ist, wenn man das nicht... Im vergangenen Jahr hatte ich das alles im November fertig und wie gesagt, für nächstes Jahr plane ich das auch alles ganz anders. Das verspreche ich hiermit hoch und heilig. So, meine heutige Gewinnerin, es ist wieder eine junge Dame, hatte ganz außergewöhnliche Wünsche, die ich... ja, leider nicht alle befriedigen kann, aber einen kann ich erfüllen. Zum einen bekommst du von mir ein Auto. Nein, das machen wir zum Schluss. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, ne? Machen wir zum Schluss. Du bekommst von mir von Wulfthorn Fovia. Da ist leider jetzt die Folie schon so ein bisschen ab, aber es tut mir leid. Anders ging es jetzt nicht mehr. Ein anderes Exemplar hatten wir nicht mehr. Das habe ich dir besorgt. So, und dann bekommst du natürlich auch von Wulfthorn eine Autogrammkarte. So, dann hast du ja noch ganz komische, nein, nicht komische Wünsche, aber von außergewöhnlichen Verlagen, von ziemlich kleinen Verlagen. Ich habe die auch beide angeschrieben. Es war einmal... der Bürger von Düsseldorf und einmal Helterskelter, der Mordrausch. Beide Verlage haben sich überhaupt nicht bei mir zurückgemeldet. Mache ich denen auch keinen Vorwurf draus. Ja, man kann ja jetzt nicht jeden hin zum Kunst unterstützen und die wissen ja nicht, dass die Leserat-IWI so tolle Zuschauer hat hier. Aber ich habe gedacht, wenn du gerne Mord und Totschlag liest und Wulfthorn magst, dann müsste Arno Strobel auch was für dich sein. Und deshalb habe ich hier ein handsigniertes Exemplar von Das Wesen für dich. Ich hoffe, du freust dich darüber und hast es noch nicht gelesen. Ich hoffe, du hast Das Wesen noch nicht gelesen. Und dann habe ich noch eine Autogrammkarte. Du weißt ja jetzt sicherlich schon, dass du gewonnen hast, von Andreas Winkelmann. Und nun gucken wir mal, wer gewonnen hat. Und zwar ist das die liebe Mara. Ich gratuliere dir von ganzem Herzen. Wünsche dir und deinen Lieben ein wunderschönes Weihnachtsfest und natürlich euch allen anderen auch. Ich weiß nicht, ob ich bis Heiligabend noch das gebacken gekriegt habe, was ich noch vorhabe. Wenn nicht, hole ich das nach. Und ich weiß, ich habe in euch so treue, liebe, gute, verständnisvolle Zuschauer und ihr seht mir alles nach. Deshalb verspreche ich jetzt nicht so viel. Lasst euch einfach überraschen und macht's gut in diesem Sinne. Ja, falls das mein letztes Video sein sollte, was ihr vor Weihnachten oder während Weihnachten jetzt von mir seht, habt alle eine schöne Zeit. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mir immer zuschaut oder oft zuschaut, hier und da mal zuschaut, was auch immer. Und ich habe euch alle so ins Herz geschlossen. Es ist schön, dass es euch gibt und bis zum nächsten Video. Eure Leserat-IWI. Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho. Komm, einmal mache ich noch, ne? Das letzte Mal für dieses Jahr.